Adolf Schmidthenner war ein evangelischer Pfarrer und Heimatdichter. Leben. Seine Eltern waren der Pfarrer Johann Heinrich August Schmidthenner und dessen Ehefrau Mathilde Luise geborene Herbst. Adolf Schmidthenner besuchte die Volksschule und anschließend die Lateinschule in Neckar Bischofsheim. Ab 1869 besuchte er das Gymnasium in Karlsruhe. Nach seinem Abitur studierte er Theologie in Tübingen, Leipzig und Heidelberg. Nach dem zweiten Staatsexamen wurde er 1876 Vikar in Brötzingen und danach ab 1878 in Kippenheim. Das Winterhalbjahr 1879 80 verbrachte er zu Studienzwecken in Berlin, England und Schottland. Anschließend wurde er Vikar in Laar und später in Heidelberg, wo er am 30. März Saline Wagner heiratete. 1881 wechselte er als Stadtvikar nach Karlsruhe, 1882 als Pfarrer in seine Heimatstadt Neckarbischofsheim. 1893 wurde er als Stadtpfarrer nach Heidelberg berufen. Eine seiner vielfältigen Tätigkeiten in Heidelberg war, auch dort als Lehrer am evangelischen theologischen Predigerseminar zu unterrichten. Neben theologischen und literaturwissenschaftlichen Werken verfasste Schmidt-Henner zahlreiche Romane, Erzählungen und Dramen. Sein Roman Das Deutsche Herz und die Novelle Psyche waren seine größten Erfolge. Seine ab 1883 erschienenen Erzählungen waren auch als Literatur bei der Jugend beliebt. Schmidt-Henner hat mit seinen Stoffen nie die Grenzen der engeren Heimat überschritten. Das romantische Neckartal, die Burgen Hirschhorn und Zwingenberg am Neckar. Die Reichsstadt Heilbronn und die Stadt Heidelberg sind seine Schauplätze. Er beschrieb seine Landsleute als derb, unbefangen, tüchtig, lebensfroh und mit unbefangenem Humor ausgestattet. Schmidtenner konnte durch seine umfangreichen Quellenstudien auf das 17. Jahrhundert zurückgreifen, etwa für seine Novelle Tilly in Nöten. Vom Verein für Massenverbreitung guter Volksliteratur eingeladen, eine Bewerbung einzureichen, gilt er als Vorbereiter der Büchergilde Gutenberg. Adolf Schmidtenner verstarb im Alter von nur 52 Jahren in Heidelberg. Er wurde auf dem Heidelberger Bergfriedhof beigesetzt und ruht in einem Familiengrab. Schmidtenner war mit Aline Wagner verheiratet und hinterließ vier Söhne und zwei Töchter. Sein Sohn Heinrich Schmidtenner war ein bedeutender Geograf. Sein Sohn Ludwig Paul Schmidtenner war Badischer Staatsminister und Professor der Wehrgeschichte und Politik während der NS Zeit Ehrungen. Zu Schmidhenners 70. Geburtstag wurden Gedenktafeln am Evangelischen Gemeindehaus Heiliggeist-Providenz in Heidelberg Heiliggeiststraße 17, am Pfarr- und Geburtshaus in Neukarbischofsheim sowie auf der Burg Kirchhorn angebracht. Das Evangelische Gemeindehaus Heiliggeist-Providenz trägt den Namen Schmidhennerhaus. Im Heidelberger Stadtteil Kirchheim gibt es die Schmidthenner 1965 wurde die Adolf Schmidhenner Heimatstube im Hohen Turm in Neckarbischofsheim eröffnet und das 1968 eingeweihte Gymnasium der Stadt Neckarbischofsheim wurde ebenfalls nach Adolf Schmidhenner benannt. Werke, literarische Werke der Handwerksbursche, Erzählung der ADM, Erzählung Psyche, Erzählung Friede auf Erden, eine Weihnachtserzählung, der Dickkopf und das Peterlein Novellen. Leonie. Roman. Tilly in Nöten. Erzählung. Der Seehund. Erzählung. Der Wildfang. Erzählung. Neue Novellen. Die Frühglocke. Erzählung. Aus Geschichte und Leben. Erzählungen. Das Tagebuch meines Urgroßvaters. Das deutsche Herz. Roman. Die sieben Wochentage und andere Erzählungen. Vergessene Kinder. Ein letzter Benderzählung. Treuherzige Geschichten. Vier Novellen. Ausgewählte Erzählungen. Heidelberger Erzählungen. Schicksale zwischen Berg und Strom. Die schönsten Erzählungen. Theologische Schriften. Wisset ihr nicht, wes Geistes Kinder ihr seid? Herr, bist du's? Predigten gehalten in der Heiliggeistkirche oder in der Christuskirche zu Heidelberg. Die Seligpreisungen unseres Herrn. Brunnen Rast. Predigten. Schriften zur Literatur Schillers Stellung zur Religion. Aus Dichters Werkstatt. Aufsätze: Stuttgart, Verlag für Volkskunst, Rich. Keutel